Sind angesetzt. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Supervisor des BDB und deutscher Berufsboxer ist Christian Ritter. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter bzw. eine Punktrichterin ist mit dabei. Caroline Pütz und René Fiebig aus Deutschland und Goran Filipovic aus Serbien. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. Er ist 25 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 126,5 Kilogramm auf die Waage und misst 1,85 Meter. Er ist Profi seit 2015. Sein Kampfrekord: 25 Kämpfe, 15 Siege, 13 Mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Mexico City, Mexico, Abraham Pascual. Und nun, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the Red Corner, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, die rote Ecke, 26 Jahre ist der Junge, brachte gestern mal wiegen 117,4 Kilogramm auf die Waage und misst 1,93 Meter. Er ist Profi seit 2017, sein Kampfrekord: er ist ungeschlagen, he is undefeated. 13 Kämpfe, 13 Siege, dreimal gewann er durch K.O. aus München von Agon Sports, Granit Schaller. The referee in charge, der Ringrichter, ist Marco Morales. Jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the final instructions. Gentlemen in the suits, attention my commands, protect yourself all time, okay? Let's go. Back to it. Sechs Runden im Schwergewicht, seconds out, ringfrei, Runde 1, round 1. Ja, aber auch selten, der Granit Schaller, dass ein Boxer schwerer ist als er, und er hat ganz schön abgespeckt. Beim letzten Kampfabend war er noch so bei 100. 25, 26 rum, jetzt 117,5. Hat also einiges getan im Training. Ja, explosiv die Linke. Ja, den Mexikaner muss er lang halten. Oh, 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 oh. Ja. Oh, der wackelt noch. Eieieiei. Hat der Ringrichter ein bisschen länger gemacht, die Pause eben, ja. Hat nochmal genau geguckt beim Mexikaner, ob der nichts hat. Ja, die kleinen Haken sind gefährlich. Ja, der hat natürlich mit 125 Kilo und einen gute Wucht dahinter. Ja, wenn die ins Gesicht springen, ist das schon. Aber hier, wenn er so weitermacht, immer wieder beschäftigt mit links. Das macht er viel zu wenig, der Schaller. Immer wieder links beschäftigen, er darf sie gar nicht aufbauen jetzt. Er macht erstmal gar nichts. Der verdaut noch das Ding. Ja, was der Kell. Wenn er reingestürzt kommt mit so einem Haken, da haben wir ja eben gesehen. Sie hat mich beeindruckt. Da muss die rechte nach oben. Wer weiß, dass ein linker Haken kommen könnte. Also so kenne ich den Schaller überhaupt gar nicht, wie er jetzt boxt gerade. Jetzt geht er mit einer Mordsgeschwindigkeit auf die Gegner zu. Na gut, er wurde ja eben gewarnt schon am Seil. Ja, ja. Na, da ist man erstmal vorsichtiger, die roten Lampen sind an. Ja, macht nicht viel der Pascual, aber wenn er was macht, dann ist es gefährlich. Ja, sobald der Mann reingeht, ja. Ja. Das muss er unterbinden.
Granitjana, Nummer 11 der deutschen Boxrangliste. Nummer 1 dort Agit Gabayel vor Mahmoud Shah. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Alexander Frank. Nummer 4 Peter Kadirov vor Tom Schwarz und Viktor Jurk. In der Welt 149. Ja, da gibt es nochmal eindringliche Worte an Granit. Second round, Ring 2, Runde 2, Round 2. Ja, wieder so kurze Haken. Also der Schader kann momentan mit dem Pascal da nicht viel anfangen. Nee. Und die Linke ist eigentlich so schön und so schön schnell. Und die trifft ja auch. Also. Ja. Er muss ihn ja bloß beschäftigen, mehr braucht er gar nicht machen. Gleich weiter hinterher mit links. Aber nee, da ruht er sich mit aus und. So, jetzt gleich weitergehen. Also, der Mexikaner reagiert ja auf jede Hand. Jetzt sollte man zwei machen. Ja. Schöne Arbeitssagen drin, ja. Ja, jedes Mal, wenn er die Linke haut, ist er gestört. So, und da muss er jetzt rangehen eigentlich. Weil wie so ein Konditionswunder sieht er auch nicht aus, der Mexikaner. Der Spitzname von Pascal ist Muneco, das Plüschtier. Ja, der ist wie ungefährlich, der Kerl. Kampf läuft ein bisschen anders, als der Granitjana sich das vorstellt. Ja, man kann sich das auch schwer machen, ne? Weil mit so einem Gegner. Ne? Also der Mexikaner reagiert auf jeder Hand. Ich habe eine schnelle Linke, die nutze ich selten. Wenn ich sie nutze, dann habe ich auch einen Effekt davon. Und nee, das verstehe ich gerade nicht. Der Mexikaner hat seine Linke weit unten. Da kann ich mal unerwartet eine rechte oben rüberhauen. Ja, also. Weiß ich nicht, auf was für einen Gegner sie sich hier eingestellt haben. Second out, Ring frei, Runde 3, Round 3. Ah, wenn ich mich richtig daran erinnere, hast du die Diskussion mit Schala auch letzte Mal schon gehabt. Ja, und da hat er ja die Ausrede gehabt, dass er eine kaputte Hand hatte.
und nicht richtig trainieren konnte und, ne? Also, ja, vielleicht war es ja so, ne? Aber na, da guck mal. Schöne Linke drinne und er geht wieder in den Rückwärtsgang. Das macht gar keinen Sinn. Ne? In dem dann drücke ich meinen Gegner doch. Da. Bleibt bei einer Hand. Ja, die rechte hängt tatsächlich ja, ja am Gürtel unten von Pascal. Da passt die rechte mal schön unerwartet drüber. Da war sie drin. Ja, ja. Und jetzt ruht er sich wieder aus. Ja. Ne? Er hätte mal schön in die Knie gegangen, hätte nachsetzen müssen. Mein von 10 Niederlagen, 8 K.O. Viel nehmen kann er nicht, der Pascal. Nein, er ist ja eben schon fast in die Knie gegangen. Ja, wenn er nachsetzt, ist das Thema den, durch wahrscheinlich. Dann ist der Schluss, ja. Aber Schaller macht noch ein bisschen spannend, sagt er. Schauspieler. Ja. Wie schön explosiv die Linke kommt. Und er nutzt sie so. Ey, könnte mich warnen. Aber habt ihr eben gesehen, wie es geht? Links die rechte rausgeknallt, der andere wackelt. Ja. Würde ich ein zweites Mal probieren nochmal vielleicht. Aber er macht wieder was, was gar nicht passt. Ne? Also die Linke läuft ja. Warum nutze ich die denn nicht? Ich habe damit Erfolg. Punkt. Ne? Gut, jetzt zweimal nicht. Ja, macht zu wenig auch. Ja. Ja. Profi seit 2017, Granit Schala. 2021 der erste Sieg über einen Gegner mit positiven Kampfrekord. Sein Opfer war damals Ivan D'Adamo aus Italien. 9 Kämpfe, 8 Siege, kann ich sehen lassen. Dann weitere starke Leistung gegen Sine Edin Ben Makufas. Second up, ringfreie Runde 4. Den Argentinier Kevin Nicolas Espidola und schlussendlich gegen Luis José Marín García aus Chile. Links. Er
braucht bloß mal eine rechte mitnehmen. Der bleibt sowas von stehen. Nach der linken. Ja, nützt ja die ganze Zeit. Ja, ganz klare, ganz einfache Sachen. Links, rechts, gerade und trifft. Aber nützt dir die ganze Geschwindigkeit nicht, wenn du nicht ausnutzt, ne? Ja. Hat der selber noch einen linken Haken. Jawohl. So, eine Schlagkombination, da muss er runter, Pascal. Granitschada. Sag mal, einmal hier. Das gezeigt, was er kann, und schon wackelt der Gegner. Mal Glück, dass die Runde rum ist. Ja, das war doch mal was. Hätte man auch schon zwei Runden eher haben können, ne? Ja, aber das, hier ging das schon los, ne, mit den langen Händen. Hat er ihn kurz eingeschüchtert. Und jetzt kommt das, weiß ich gar nicht, waren die Aufwärtshaken wirklich so hart? Ja, das waren alles so eine Wischer, ne? Also sei sicherlich ist er Druck hinter, aber ja. Round 5. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht in so einen Schwänger reinläuft. Ja. Wackelt er wieder. Jetzt hält er sich den Arm und jetzt ist die Sache dann gleich beendet. Ich weiß noch nicht, welcher es ist. Na, da auf den Knöchel getroffen, gucke ich nochmal. Der Zeitlupe das Ganze. Ja, hat er Schmerzen. Bravo, Bravo.
Ja, mal schauen, wo der Weg hingeht für Rani Schala. Muss doch schon noch einiges lernen, der mittlerweile auch schon 26-Jährige. Und begann als 9-Jähriger schon mit dem Boxen bei Bavaria Landshut. In der Bundesliga war er für Straubing unterwegs. Mehrfacher deutscher Meister bei den Amateuren, gelang dort auch ein Sieg über Juniorenweltmeister Peter Kadiro. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. The referee reaches the count of 10. Wir haben einen Sieger durch TKO in Runde, durch KO in Runde 5 nach 31 Sekunden. Von der Gottsport sind die Herren Grani Schöller. Rani Schala. Ja.